will ein 5 Dinge, die ich unbedingt machen will, Video machen. Das klingt irgendwie sehr kompliziert, aber okay. Fangen wir auch gleich mal an. Das erste, mit dem ich anfangen will, ist Bogenschießen. Das will ich schon machen, seit ich ein Teenager bin, glaube ich. Ich habe immer damals die Kurse mir angeschaut, was fürs Bogenschießen gewesen wäre, und habe mich aber nie irgendwie traut, mich anzumelden. Nie. Keine Ahnung wieso, aber ich habe mich nie traut. Und seit den Inuyasha, also seit den Anime Inuyasha, will ich unbedingt Bogenschießen lernen, weil die Kagome das ja auch gemacht hat. Also als Teenie war ich ziemlich sehr beeinflussbar, muss ich sagen. Und deswegen würde ich gern irgendwann mal, bevor ich drauf gehe, Bogenschießen. Was ich noch unbedingt machen wollen würde, wäre ein Selbstverteidigungskurs. In letzter Zeit, man hört ja überall nur negative Sachen in letzter Zeit. Sehr, sehr viele negative Sachen. Und deswegen habe ich mir gedacht, wäre ein Selbstverteidigungskurs gar nicht so schlecht. Besonders, weil mir zweimal in letzter Zeit was sehr Krasses passiert ist. Mit mir steigt die ganze Zeit, also zweimal hintereinander ist das passiert. Deswegen will ich umso mehr einen Selbstverteidigungskurs machen. Da steigt mit mir immer die Station aus, wo ich wohne. Und die letzten beiden Male hat er die Straßenseite gewechselt, weil er zu mir rüber wollte. Und beim zweiten Mal war es sogar so weit, dass er mir bis zur Stiege nachgelaufen ist. Ich habe zwar mein Pfefferspray schon in der Hand gehabt, weil ich habe das Gott sei Dank, aber das war mir überhaupt nicht geheuer. Und wenn ich ein bisschen Karate kann, wäre es ein bisschen praktischer, glaube ich. Dann könnte ich in die Eier wegtreten. Oder eintreten, von mir aus. Aber ich könnte mich wenigstens wehren, und deswegen... Ich muss mal schauen, weil ich habe jetzt Gott sei Dank öfter Frühdienst in dem Monat, und ich werde mal meine Arschbacken zusammenkneifen und mal zu dem Kurs hinfahren und mich erkundigen, wie das läuft. Ich wollte das eigentlich schon in meinen Urlaub machen, aber ja, da war ich nicht so gut drauf. Deswegen versuchen wir es anders, dass ich mich mal motivieren kann. Das nächste, was ich unbedingt mal machen wollen würde, wäre Paartanzen. Ich wollte das damals mit einem von meinen besten Freunden machen, wo ich noch in der Küche war. Nur hatte ich da keine Zeit. Dann war ich arbeitslos, dann hatte ich kein Geld. Und dann habe ich einen Freund gehabt und dann hat er sich nicht mehr gemeldet. Also, ja. Aber ich habe jetzt gehört, dass man nicht unbedingt einen Tanzpartner braucht. Eine Arbeitskollegin und ein Lehrling bei uns hat mir erzählt, dass sie in einem Kurs ist, wo jedes Mal die Partner getauscht werden. Und das hätte ich auch gern. Also ich werde hoffentlich mich bald mal erkundigen und mal schauen, ob es solche Kurse gibt, wo man allein hingehen kann, wo die Partner dauernd gewechselt werden. Klingt irgendwie voll pervers, aber ich möchte das unbedingt machen. Ich wollte das schon früher unbedingt, und ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss mich in letzter Zeit ein bisschen mehr motivieren. In der Arbeit bin ich schon sehr motiviert, da bin ich auch sehr stolz drauf, aber so, ich weiß nicht, so fehlt mir irgendwie was, und deswegen das mit dem Bartanzen, glaube ich, wäre gar nicht schlecht. Ich wollte das eh schon immer mal machen, und ihr wisst ja, ich interessiere mich jetzt zu Zeiten mehr fürs Tanzen. Es hat jetzt wieder eine Weile nachlassen, weil ich nicht dazukommen bin. Sorry, ich muss kurz mein Handy auf lautlos drehen. Weil ich nicht dazukommen bin. Ich bin auch ehrlich gesagt manchmal viel zu voll. Obwohl es mir nicht schaden wird, bin ich meistens sehr, sehr, sehr voll. Und deswegen, ja. Nummer 4 von den Sachen, die ich unbedingt machen will, sind. Ich würde gerne mal beim Motorrad mitfahren. Oder selbst mal ein Motorrad fahren. Ich wollte das schon immer. Also ich sage, ich bin sehr beeinflussbar gewesen als Teenager, wie ich den Metal Gear Solid 3 gespielt habe, ist die Eva immer auf ein Motorrad gefahren. Und deswegen wollte ich das auch unbedingt mal machen. Ja, umso älter ich werde, umso mehr kommt der Wunsch, das trotzdem noch zu probieren. Ich wollte auch mal den Motorradführerschein machen, da hat aber meine Mama was dagegen gehabt und hat es mir verboten. Sie hat gesagt, da passieren so viele Unfälle und sie will das nicht, weil sonst müsste sie sich jedes Mal Sorgen machen. Aber ich will wenigstens mitfahren. In letzter Zeit fällt mir das extrem auf. Umso mehr ich Leute mit Motorrädern sehe, ich glaube, das ist wegen dem Sommer, umso mehr würde ich fragen, oder beziehungsweise den inneren Schweinehund besiegen und fragen, ob ich da mitfahren darf, obwohl der wildfremd ist. Ich weiß nicht, was in letzter Zeit los ist mit mir. Aber ich würde das unbedingt mal machen. Wirklich, ich möchte wissen, wie das ist. Meine Mama hat mir nämlich erzählt, sie ist schon mal mitgefahren mit jemandem, und mein Bruder auch. Und ich will das auch unbedingt. Ich will das. Sofort. Na, Spaß. Aber ich würde das schon mal gern machen. Das letzte von den 5 Dingen ist ein bisschen ungewöhnlich. Und ich hoffe, ihr denkt es ab jetzt nicht negativ von mir, aber ich würde gerne mal mit einer Waffe schießen.
ich verstecke mich hier schon. Es klingt vielleicht komisch, nicht auf ein Tier, nicht auf irgendwas Lebendes, sondern wirklich nur so, wie es es auf den Schießständen gibt. So diese Maxallen, da, Maxallen, wo man drauf fetzen kann. Auf das würde ich auch gerne mal schießen. Weil ich wissen will, wie das ist. Ich spiele eindeutig zu viel Metal Gear, glaube ich. Aber ich würde gerne wissen, wie das ist, mal eine Waffe abzuschießen. Ist komisch, oder? Kommt sehr komisch rüber. Ich kann das auch gar nicht erklären, warum, aber ich würde wirklich... Ich glaube, ich bin ein sehr komisches Mädchen, oder? Ich schmink mich, will unbedingt auf ein Motorrad mitfahren, Bogenschießen, mit einer Waffe schießen. Also ich komme irgendwie gar nicht nett drüber. Aber ich möchte das wirklich gerne mal probieren. Das ist eines der vielen Dinge, eben mit dem Bogenschießen, was sehr ungewöhnlich ist, aber was mich extrem interessiert. Und ich würde das unbedingt mal probieren wollen. Es gibt, glaube ich, sogar bei mir irgendwo in der Nähe so eine Schießmöglichkeit. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht erfülle ich mir den Wunsch nächstes Jahr zu meinem Geburtstag. Ich werde 30. Da könnte das nicht schaden. Aber das gehört auch zu dem freakigen Ding. Deswegen habe ich mir den bis zum Schluss aufgehoben, weil das ein sehr krasses Ding ist, was ich unbedingt mal probieren will. Zumindest finde ich das. Ich weiß ja nicht, wie ihr das findet, aber ich würde das wirklich gerne mal machen. Und wenn ich nur auf eine Dose schießen würde, würde mich auch nicht stören. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Aber nicht auf Menschen und auf Tiere, auf gar keinen Fall. Wobei Menschen, nein, Spaß. Nein, so ein Scherz. Auf Menschen und auf Tiere auf gar keinen Fall. Aber auf jeden Fall mal probieren, wie das ist. Und ob ich es kann, das würde mich auch interessieren. Es würde mich wirklich interessieren, ob ich es können würde. Ja, ich möchte jetzt nicht wissen, was ihr von mir denkt. Ich habe auch zweimal oder dreimal probiert, das Video zu drehen und habe es, also nicht jetzt, ich habe das schon vorher immer versucht vorzudrehen und es hat nie funktioniert. Deswegen habe ich mir gedacht, reiß dich zusammen, dreh das Video einfach und die Sache hat sich erledigt. Ich finde das nämlich interessant, weil dann lernt sie mich auch wieder ein bisschen mehr kennen und nicht nur diesen Beauty-Kram. Obwohl ihr wisst, dass ich ein Beauty-Junkie bin, aber es sind auch andere Sachen wichtig als nur Beauty-Sachen, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und ich hoffe, ihr habt jetzt keinen negativen Eindruck von mir. Aber das sind halt die 5 Dinge, die ich unbedingt mal gern machen würde. Und ihr könnt mir ja auch mal 5 Dinge, wenn ihr so viel wisst, oder irgendwelche Dinge aufschreiben, die ihr mal gern machen würdet. Würdet mich interessieren. Fechten wäre auch cool. Fechten wäre auch sehr cool. Aber das ist nicht so hoch wie Bogenschießen oder mit einer Waffe knallen. Ihr könnt es mir ja gerne mal schreiben, wie ihr das findet und was ihr halt gerne mal machen würdet. Das würde mich interessieren. Lasst mich nicht mit dem Gedanken alleine. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye!